Und wenn wir zurückschauen, was Nikolai für eine Aufklärung gemacht hat, er liest jeden Tag die Bild vor, die zionistische Bild, das ist eine Volkslehreraufklärung. Also man merkt schon, Herr Hildmann hat mit Corona hat er einfach kein Thema mehr. Das Thema ist ihm leider entglitten, weil das einfach mittlerweile eben ist, das Thema ist abgehakt. Jetzt muss er sich was Neues suchen. Jetzt fängt er mit solchen Verschwörungstheorien an. Ist der immer noch in der Türkei nach wie vor? Ja, ne? Wahrscheinlich, ne? Der kommt ja, glaube ich, nicht ohne weiteres hier zurück, ne? Nein. Ja, werte Zuschauer. Nee, ist gut, ist gut. Geht gleich los. Und der Herr Nerling, ja, was ist mit dem eigentlich? Ist der irgendwie noch, das ist ja eine, wirklich ein richtiger, der ist ja richtig heftig drauf. Naja, wir werden es sehen. Also, Rechtsextremist Nikolaus Nerling gegen, ja, Antisemit und armes Würstchen Attila Hildmann oder so ähnlich, keine Ahnung. Ja, werte Zuschauer, hallo Nikolai, hallo Attila. Ich begrüße euch alle recht herzlich bei einem doch oft gewünschten Format, was jetzt angedacht ist und jetzt umgesetzt wird. Und zwar viele. Kennt ihn jemand, diesen Bärtigen? Ist der bekannt? Wie heißt der? Was ist das für ein Kanal? Schmidt-Geswelt? Ist das das Original? Ist das auch der Originalkanal oder ist das hochgeladen von jemandem? Attila oder Nikola unterstützen und selbst sparen. Sicherheit für jedermann. Krisenvorsorge Deutschland. Was ist das denn? Was sind das denn für Seiten? Okay. Komm, Kommentare deaktiviert. Ach so, einer ist das. Aha, aha. Möchte keine anderen Meinungen hören, was? Was ist das denn hier? Attila oder Nikolai unterstützen und selbst sparen. Sicherheit für jedermann.de, Krisenvorsorge-Deutschland.de. Was ist das für Seiten? Mit was für Leuten haben wir es hier zu tun? Wer ist dieser bärtige Mensch? Weiß da jemand mehr? Dann könnt ihr mir das gerne mitteilen. Wir werden es ja mitbekommen haben, aufgrund der Reichweite von Attila und von Nikolai, dass so ein gewisser, ja, es ist eine gewisse Spannung in der Luft, nenne ich es einfach mal, über die wir heute reden möchten, über verschiedene Themen, die von einer Seite zur anderen Seite oder andersrum, wie auch immer, zumindest über Telegram ausgetauscht wurden. Und daher freue ich mich jetzt erstmal, Nikolai und Attila hier begrüßen zu dürfen. Ja, ich grüße euch. Hallo. Ich freue mich auch sehr. Offenes Gespräch bin ich immer klarer Befürworter. Vielen Dank an Sebastian von sicherheitfürjedermann.de, dass er das hier auch... So, um das Eis erstmal ein bisschen zu brechen, habe ich hier zwei wunderbare Artikel. Einmal den Deichschuh von Attila und einmal die Schuldkult-Brechentasse von dem Nikolai. Beides werde ich jetzt zusammenführen, um was zu trinken parallel zu haben. Kann daher auch beides nur empfehlen. Einmal natürlich zu haben, einmal einen guten Naturenergie. Die Schuldkult-Brechentasse? Und was war das von Hildmann? Ein veganes Bier oder was? Oder was war das? Und einmal eine Tasse zum Trinken. Ja. Allein oder was? Jetzt in deinem Schuldkult Brechentasse. Ja, gibt's ja nicht. Nee, so bin ich. Ich bin da leidenschaftslos, aber ich muss sagen. Ja, ist das jetzt. Achso, das habe ich dir. Genau, muss ich noch die. Stimmt, das ist ja noch von dem anderen dunklen Bild noch eingestellt. Da habt ihr recht. Aber ist denn die Geschwindigkeit gut oder ist das zu schnell? Ich kann es wieder auf normal. Ich kann das wieder auf normal umschalten, wenn ihr möchtet. So, Standard. So, ne? Genau. Richtig. Ups. So, ne? Genau. Viel zu schnell? Nee, gerne schnell. Schneller. Ja, was denn nun? Getränk schmeckt halt wirklich gut und dadurch ist es zum Morgen genau für mich immer das Richtige. So, gut. Man kann das gut verstehen, finde ich. Also wir können das auch so lassen. Von mir aus können wir das bei 1,25 lassen. Ich gehe einfach mal kurz zurück aufs Wohl erstmal. Mhm. Ja, zum Wohl. Auf die Entstehung des Ganzen. Also im Telegram ging es los mit einer Grafik von Attila, die er veröffentlicht hat mit verschiedenen Protagonisten, sage ich mal, des Widerstandes, patriotischen Widerstandes, wie man auch immer das Ganze nennen mag, in der BRD, wo verschiedene Leute zu sehen waren mit einer Kopfbedeckung, die Attila dann dort als Bolschewisten
Bolschewiki-Kopfbedenken so in der Art genannt hat. Genau, ein Wortlaut hatte ich jetzt nicht im Kopf, aber so in der Art war es gewesen. Unter anderem war auch der Nikolai da drauf gewesen mit solcher Mütze. Und so ging das Ganze los und hat sich dann in Sprachnachrichten so ein bisschen hochgepauscht. So hat es begonnen. Und daher möchte ich als erstes das Thema Mütze, auch wenn ich es persönlich, ohne jetzt eine eigene Bewertung geben zu wollen, ja, kann man drüber streiten. Aber dafür seid ihr jetzt ja da. Ich bin ja eher zur Moderation da und eben nicht jetzt auf der parteiischen Ebene. Und daher übergebe ich jetzt erstmal an Attila selbst, wie er jetzt erstmal zu diesem Punkt kommt, dass das ein Zeichen dafür ist für Bolschewisten und wie es auf diesen Widerstand, sage ich mal, in der BRD darauf zu sprechen kommt. Also Attila, erstmal das Wort an dich. Ich habe noch gar nicht verstanden, worum es geht. Was für eine Mütze? Habt ihr das kapiert? Ich habe noch nicht ganz kapiert, worum es jetzt geht. Kann man die Mütze mal einmal sehen, damit wir mal verstehen, worum es eigentlich geht? Ich glaube, dass man erstmal zusammenfassen muss, dass nach 3 Jahren dieses sogenannten Widerstandes sich nicht viel verändert hat. Und ich stelle mir die Frage, warum ist das so? Kann das sein, dass... Ja, weil es nichts zum Widerstehen gibt. Das hat sich alles in Luft ausgelöst. Die Pandemie ist vorbei. Der sogenannte deutsche Widerstand unterwandert ist von Marxisten, die Menschen bewusst im Kreis laufen lassen, bewusst fehlleiten lassen und ihnen nicht zeigen, wo die Lösungen für die Deutschen sind. Und dadurch, dass ich das von den Freimaurern kenne, die bestimmte Symboliken haben, achte ich mittlerweile natürlich auf Details. Und da fällt es mir auf, dass wenn man sich komplett alle Protagonisten anschaut, dass alle die gleiche Kopfbedeckung tragen. Und ich halte das nicht für einen Zufall, genauso wie ich es nicht für einen Zufall halte, dass die ganz bestimmte Clique und die Freimaurer ihre Rauten die ganze Zeit machen. Und das habe ich einfach in den Raum geworfen. Und viele haben das dann sofort ins Lächerliche gezogen. Ja, auch Nikolai. Aber ich finde, darüber müsste man mal eigentlich reden. Und welche Mützen tragen denn die alle? Wieso tragen alle die gleiche Mütze? Welche meint er denn? Ich hab's noch nicht verstanden. Ich kann nur persönlich sagen, dass ich niemals, auch nur im Entferntesten, etwas tragen würde, was Massenmörder wie Lenin und Stalin getragen haben. Alleine die Erinnerung daran... Ach, komischerweise wird Hitler nicht von ihm genannt, ne? Den lässt er weg. Dass solche Täter sowas getragen haben oder ähnliche Kopfbedeckung getragen haben oder dass die KPD... und die Kommunisten in den 1920er Jahren sowas getragen haben, oder heute die Antifa, das würde mich davon abhalten, jemals auch nur in die Nähe davon zu gehen. Und wenn man dann die einzelnen Protagonisten anschaut, dann ist das zufälligerweise so, dass alle eine linke Vergangenheit haben. Und es gibt den Begriff der fünften Kolonne, nämlich dass gerade diese Marxisten sich tarnen als sogenannte Patrioten, um damit ihren Endsieg durchzuführen, nämlich die Patrioten komplett fehlzuleiten. Okay. Was? Ich kann nicht folgen. Tut mir leid. Wovon redet der? Wovon redet der gerade? Tja, okay. Das ist meine Einlassung. Nikolai? Ja, dann erstmal wissen ja viele, ich achte auch gerne auf Symbole, auf Erkennungszeichen, habe mich auch mit der Freimaurerei sehr beschäftigt. Bei mir ist es der fünfzackige Stern, den ich mal so ein bisschen im Auge behalte und habe das Gefühl, dass der auf vielen Motiven oder Darstellungen zu sehen ist, die eben jetzt für uns Deutsche nichts Gutes bedeuten. Und deswegen erstmal grundsätzlich finde ich auch den Ansatz in Ordnung, auf Kleidungsstücke zu achten. Das tue ich ja zum Beispiel auch mit Jeans. Ja, ich trage auch keine Jeans mehr aus gewissen Gründen und viele andere aus den völkischen Kreisen tun das eben auch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei Attila ist, aber das ist auch erstmal jetzt nicht das Thema. Ne? Es geht um die Kopfbedeckung. Und zu der Kopfbedeckung habe ich ja schon in meinem Sprachbeitrag auch dann erläutert, wie es dazu kam, dass ich diese Mütze trug. Ja, dass es eben erstmal ein Zufall war, weil ich auf der Reise zu den externen Steinen eine Mütze brauchte, weil es kalt war und eben die dann gegriffen hatte, ohne groß darüber nachzudenken. Dann fand ich, dass sie ganz gut aussah und habe mir dann eben nochmal 2 weitere gekauft, die ich aber auch schon lange nicht mehr mitgetragen habe. Also die habe ich 2019, glaube ich, war das letzte Mal, dass ich diese Mütze getragen habe. So. Und dann nochmal vielleicht eine leichte, so eine Sommermütze hatte ich auch nochmal auf bei der Chemnitz-Veranstaltung und auch nochmal irgendwann in Berlin. Das war da die Sonne eben gebrannt, so. Das war so eine helle. Und die habe ich in Polen gekauft. So. Und die Frage aber, warum ich das jetzt tun würde, wurde von Attila ja so beantwortet, weil ich ein Kommunist wäre, weil ich eine linke Vergangenheit habe, weil ich immer noch ein Kommunist bin und weil ich gezielt den deutschen Widerstand sabotieren möchte. Und ist natürlich aus meiner Sicht völlig absurd und albern und habe viele auch dann so gesehen. Ja, Hitler war doch auch links, hat uns Oliver Flesch doch erzählt. Insofern passt das doch. Wenn nichts ferner liegen könnte als das, dann würde mich vor allen Dingen auch mal interessieren, was denn der Sinn wäre, wenn ich jetzt in der Deklaration unterwegs wäre. Und ich würde jetzt so tun, als wäre ich ein Rechter, bin aber eigentlich ein Linker. Warum aber sollte ich dann mich verraten, indem ich solche Zeichen benutze wie diese Mütze oder auch indem ich dann sage, mein Vater wäre Kommunist oder ich war früher ein Linker? Ja, wenn ich jetzt in verdeckter Mission unterwegs wäre, würde ich auch auf all das verzichten, damit ich weiterhin verdeckt bin. Ja, deswegen fand ich das jetzt ein bisschen merkwürdig als Grund, diese Absicht bei mir zu vermuten. Und habe das natürlich eben auch so dargestellt, habe vor allen Dingen auch erklärt, warum ich jetzt die andere Mütze trage, den Elbsiegler, weil das eben besser zu mir passt als Norddeutscher, weil es eben auch noch besser aussieht.
und dass in dem Fall eben Attilas Mutmaßungen, also was mich betrifft, halt völlig über das Ziel hinausgeschossen waren. Und das habe ich in der Sprachmitteilung auch dann kundgetan. Und darauf folgte ja dann von Attila wieder ein Feuerwerk an Beleidigungen, an Unterstellungen, was dann eben auch, ja, was ich dann auch noch jetzt klären wollte. Und deswegen dieses Gespräch. Gut. So für mich erstmal kurz, weil ich mich doch, ich habe mich nicht angegriffen dafür gefühlt, auch durch diese Mützenbezeichnung. Ich möchte aber kurz eine Sache aus meinem familiären Hintergrund mal erzählen, die mir zumindest mit dieser Mützensache so an meine Kindheit mich zurückerinnert. Und zwar ist es so gewesen, meine Familie kommt ja größtenteils aus Brandenburg, beziehungsweise ein Opa aus Niederschlesien. Und ich muss ganz offen sagen, ich kenne diese Mütze bei meinen Großvätern nur, die genutzt wurde, weil es halt irgendwo eine Arbeiterkopfbedeckung war. Natürlich, und das kenne ich aus Filmen natürlich auch, wurde speziell auch beim Rotfrauen-Kämpferbund und so weiter auch diese Mütze getragen. Aber es ist halt so für mich gewesen, von der Wahrnehmung, ich kenne in Brandenburg viele, viele Menschen, die diese Mütze gerade ab einer gewissen Generation einfach getragen haben. Unter anderem halt meine Großväter. Unter anderem war aber mein Großvater 5 Jahre in Stasihaft gewesen. Also welche Mütze denn? Ich will die mal sehen. Ich weiß nach wie vor nicht, um welche Mütze es geht. Ihr redet hier um des Kaisers Bart die ganze Zeit. So unter kommunistischer Diktatur. Und hat diese Mütze trotzdem weitergetragen. Aber eben nicht, weil er jetzt zum Beispiel Kommunist dann plötzlich geworden ist. Der hat die Jahre abgesessen gehabt in Stasihaft. Sondern weil er sie auch als Bauer und Bauarbeiter praktisch fand. Ach, das ist bloß aus meiner Wahrnehmung. Ach, jetzt. Und ich habe mir heute, weil es mir im Kopf war, ich darf den Film jetzt nicht nennen, aber es gab im Dritten Reich eine Verfilmung von einer bekannten Persönlichkeit, sein Leben. Habe mir das nochmal angeguckt. Und auch bei SA-Kämpfern wurde das als sogenanntes Räuberzivil getragen, diese Mütze tatsächlich. Also ich hatte es in Erinnerung gehabt und daher möchte ich nochmal an Attila natürlich die Frage weitertragen. Wie stehst du denn dazu? Ja, einerseits haben Kommunisten das getragen, auch recht viel, richtig, aber es ist halt auch in meinen Augen so ein bisschen Kulturgut auch in Deutschland scheinbar. Also jetzt nicht nur aus kommunistischer Tradition. Wie stehst du denn dazu? Die Schieber-Mütze steht absolut gerade für in der Zeit für Kommunisten, für den Frontkämpferbund und die Gewerkschaften wurden von einer ganz bestimmten Gruppe unterwandert. Okay. Deswegen steht die heute mit dieser Mütze für diese Ideologie. Und wenn du dich heute in der aktuellen Patriotenszene umschaust, bei ganz Patriotenszene, wo ich genau weiß, dass das Leute sind, die dem Zionismus dienen, die zum Beispiel die Deutschen aktuell gegen die Muslime aufhetzen, die sich auch mit ganz bestimmten Leuten von einem Netzwerk ablichten lassen, wie zum Beispiel Tony Robinson in England, ja, der mit Mossad-Shirt rumrennt, dann ist es für mich befremdlich, dass da jeder einzelne von denen diese Mütze trägt. Und vor allem, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, haben die darüber geredet, wer die Impfung herstellt? Haben die darüber geredet, was da für ein Plan dahinter steckt? Haben die darüber geredet, was hier wirklich läuft? Na, das sind die Leute, die schleusen aktuell die Menschen zur AfD und sie sagen, es ist der böse, böse Corona-Faschismus, obwohl wir hier über Kommunismus reden und über Bolschewismus. Deindustrialisierung ist Kommunismus, Bolschewismus. Das ist erstmal kein Faschismus. Also sie benutzen falsche Begrifflichkeiten. Deswegen steht für mich die Schiebermütze oder besonders die Ballonmütze, die er ja auch getragen hat, für die Rote Pest. Ganz einfach. Und wenn ich weiß, dass das ein Symbol war der Kommunisten, dann trage ich das nicht. Zumal du sagst, die SA-Mütze, die SA hätte das getragen. Ich habe nie jemanden von der SA gesehen, der eine Schiebermütze getragen hat, sondern die haben die SA-Mütze. Eben nicht, es gab ja ein Parteien. Jetzt will ich ganz kurz mal auf Nikolais Ansagen eingehen. Er hat gesagt, er hat die aus Zufall gekauft, weil sie ihm steht und weil er sich dadurch wärmen wollte. Aber wo wärmt die dich? Da sind ja noch nicht mal die Ohren warm. Das heißt, erstmal glaube ich, dass das schon wieder eine Zufallserklärung. Wie kann man über so einen Quatsch diskutieren, also ehrlich? Leute, einzelreden, sonst wird es schwierig, sonst versteht es kein Mensch mehr. Attila, kurz ausreden und dann... Wahrscheinlich hat sein Vater auch sowas getragen. Vielleicht ist es eine Erinnerung an seinen Vater. Und er weiß ganz genau, wofür das steht. Wenn es jetzt eine SA-Mütze gewesen wäre, dann würde ich jetzt sagen, okay, da erinnert sich jemand an was anderes. Aber er weiß doch ganz genau, wofür diese Mütze steht. Und zu der Zeit, über die wir hier reden, waren solche Mützen nicht bei den Patrioten gang und gäbe. Auch wenn ihr jetzt heute sagt, ich habe da irgendwie einen Opa über 5 Ecken. Also unterstellt dem ja nun allgemein als Rechtsextremisten bekannten Nikolaus Nerling, dass er in Wahrheit ein Kommunist sei. Das ist ja, da hat er ja den Stein der Weisen gefunden, wa? Der Attila. Das ist völlig lächerlich. Ecken oder ein Taxifahrer trägt das oder ein türkischer Kommunist würde sowas tragen. Die Mützen stehen für ganz bestimmte Leute und gerade heute in diesem Pseudo-Widerstand tragen alle diese Mütze. Und ich sage dir, wenn Freimaurer sich zu erkennen geben, geben sich auch Kommunisten zu erkennen, weil sie untereinander sich nicht gegenseitig angreifen wollen. Und wenn wir zurückschauen, was Nikolai für eine Aufklärung gemacht hat, er liest jeden Tag die Bild vor, die zionistische Bild, das ist eine Volkslehreraufklärung. Also man merkt schon, Herr Hildmann hat mit Corona hat er einfach kein Thema mehr. Das Thema ist ihm leider entglitten, weil das einfach mittlerweile eben ist, das Thema ist abgehakt. Jetzt muss er sich was Neues suchen. Jetzt fängt er mit solchen Verschwörungstheorien an. Hat nie die Leute, die Kreisläufer,
Die C-Leiter hat er entlarvt. Nein, er biedert sich bei denen an. Er biedert sich bei der AfD an. Seine Freundin ist feste Mitarbeiterin. Jetzt lassen wir kurz aber erstmal beim einen Thema bleiben, denn sonst vermischen wir jetzt zu viele Sachen, glaube ich, gerade. Ich würde kurz nochmal dieses Mützenthema jetzt erstmal das, was abschließend weg haben. Gott. Und dann können wir zu den anderen Sachen übergehen, sonst wird es, glaube ich, zu durcheinander. Weil Nikolai hatte ja direkt was nochmal dazu zu sagen. Dann würde ich sagen, das, was Mützenthema erstmal abschließen, dann können wir zu den anderen Punkten übergehen, die jetzt Attila schon erwähnt hat. Ich glaube, das wird dann vom Aufbau her besser werden. Ich denke auch. Also ich denke, das Mützenthema ist ja letztendlich der Aufhänger. Und wo es dann hinging, war ja auch vor allen Dingen dieser Umgangston, ja, der mich sehr gestört hat, der andere auch sehr gestört hat, dass man sich wirklich, dass von Attila wilde Unterstellung und Beschimpfung kam, ja, wirklich unter der Gürtellinie. Und dass das halt ein Riesenproblem ist. Der kann halt nicht anders. Der kann ja nicht anders. Das kennt man ja schon. Das Mütze hin und her. Und ich denke, ich habe das jetzt so weit erklärt, wie ich erklären kann. Soweit ist es schon, dass einem dieser schreckliche Nikolaus Nerling, dieser ja, ich glaube, Nazi kann man ja auch durchaus sagen, ohne dass man da jetzt irgendwie ihm das was unterstellt, dass man den noch als based und bodenständig mittlerweile noch sogar empfindet, im Gegensatz zu Attila Hildmann. Ne? Warum oder nicht, spielt keine Rolle jetzt. Ja. Ja, aber natürlich können Leute auch diese Mütze tragen, die eben keine Kommunisten sind, keine Linken sind. Im Zweifel weiß man es nie ganz genau. Das ist eben vor allen Dingen möglich, dass auch nicht... Ich habe genau hingeschaut bei dir, Nikolai, nach dieser Mütze, die du ins Lächerliche ziehst. Da habe ich ganz genau bei dir mal nachgebohrt und mal geschaut, was du für Interviews gegeben hast. Und du willst den Leuten weismachen, dass du 3 Jahre mit der Antifa demonstriert hast, aber nur gegen Castor-Transporte. Ich glaube dir diese Geschichte nicht. Deine Antifa-Kollegen damals... Einzeln, sonst kriegen wir hier kein Gespräch zusammen. Deine Antifa-Kollegen damals... Ich habe immer gesagt, dass ich früher eher links war, dass ich auch teilweise auf Demos war, aber dass ich nie so richtig extrem war. Ich habe nie gesagt, dass ich bei der Demo war. Ich habe auch nicht als Linker gekämpft. Ich war halt normal Linker, wie viele normal links sind, und gehe auf linke Veranstaltungen. Das habe ich damals gemacht, das habe ich jemals behauptet. Was für linke Veranstaltungen? Na eben, gegen Kassel demonstrieren, gegen einen Abschiebeknast mal demonstrieren, gegen Studiengebühren demonstrieren, solche Sachen, was Linke so machen, ja. Aber kein nicht mit Einstein. Deutschland terrorisieren, Deutsche terrorisieren, mit Axt, Menschen, Patrioten. Hier muss man tatsächlich noch mal ein bisschen differenzieren zwischen Antifa und Links, glaube ich, weil diese Antifa-Typen sind noch mal ein anderes Kaliber als klassische Linke. Also da gibt es schon auch für mich eine Differenzierung. Diese Antifa-Schläger-Typen, das ist ein anderes Couleur noch mal als klassische Linke. Keine Ahnung, ich möchte jetzt keinen Namen herausheben, aber zum Beispiel ist für mich Sarah Warnknecht anders als diese Hammerbande um Lina Engel. Das sind, auch wenn es beides irgendwo nicht gute Leute sind, sind das nochmal 2 große Unterschiede. Das möchte ich kurz noch mal so sagen. Und für mich gibt es schon einen Unterschied zwischen Links und Antifa. Das sind noch 2 verschiedene Sachen, doch. Da müssen wir noch mal klar trennen. Gibt's nicht. Das sind verschiedene Abstufungen und jemand wie Wagenknecht ist sogar noch schlimmer für Deutschland, weil sie auch wieder etwas vorgibt, was sie nicht ist, als irgendwie ein kleiner Soldat von der Antifa. Die Linken bekennen sich zum Kommunismus und gerade die Wagenknecht kommt ja von einer Ex-Einheitspartei der DDR. Und ich glaube dir kein einziges Wort von dem, was sie da heute erzählt. Die weiß ganz genau, dass Europa bolschewisiert werden soll. Und sie spielt perfekt ihre Rolle und hier, da ist ja schon mittlerweile eine familiäre Beziehung, ja? Er mit dem Mädchen von Compact. Elsässer setzt die Wagenknecht als Linke, das ist ja die Verblendung in diesem deutschen Widerstand, auf Cover und sagt, er will die als Kanzlerin. Die wollen eine Kommunistin als Kanzlerin, die von einer Einheitspartei der DDR kommt. Und ich sehe sowas. Und das ergibt für mich keinen Sinn. Beziehungsweise es ergibt Sinn, dass nämlich da Kulturmarxisten und die Rote Pest sich tarnen als Patrioten. Elsässer ist ein Antideutscher. Die Rote Pest. Er hat 2008 für linke, extremistische Magazine geschrieben. Attila, kurz nochmal, weil wir sind ja gerade nochmal, also Nikolai war, glaube ich, noch nicht fertig, mit was er sich da im linken Bereich beschäftigt hat, bevor wir jetzt zum nächsten Thema springen. Ich will mal gucken, dass wir Thema für Thema abarbeiten, sonst wird es halt zu durcheinander. Und du hattest jetzt ja Nikolai gesagt gehabt, dass er bei linken Demos war und wo er genau da war. Und da war Nikolai, glaube ich, noch nicht so recht fertig gewesen, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe. Deswegen würde ich kurz nochmal Nikolai vorher zurückgeben, bevor wir noch die anderen. Ja, aber ich möchte einmal das Zitat sagen von der Verbindung, wo er vom Magazin her immer Werbung für macht, wenn ich Compact. Elsässer hat gefordert, die Zerstörung des deutschen Staates... Der Hildmann redet ein bisschen viel, ne? Also das ist, ausgeglichen ist das Gespräch ja nicht gerade, muss man ja sagen. Wir müssen eins sprechen, sonst werden wir uns nicht verstehen oder die Zuschauer werden es auch nicht verstehen. Von dem Magazin, was du ständig gehörst. Hört gar nicht mehr auf. Wann bewerbe ich bitte Kompakt? Hin und wieder mal teile ich einen Artikel davon, aber ich bewerbe das Magazin nicht. Ich stelle andere Magazine in meinen Videos vor, aber Kompakt habe ich, glaube ich, noch nie oder vielleicht mal die Antifa-Ausgabe vorgestellt. Ja, letzte Woche hast du Kompakt gepostet. Kompakt ist doch ein rechtes Magazin, das würde doch passen. Wo ist denn da jetzt wieder das Problem? Den Lügen über die Finanzierung von Hitler. So, ja, das müsste man zum Tag bringen. Aber Attila, lass uns doch kurz mal jetzt das andere Thema erstmal beenden, bevor wir zum nächsten Thema kommen, sonst wird das wirklich... Elsässer von Kompakt hat gesagt, die Zerstörung des deutschen Staates, das hat er gefordert, und seine Ersetzung durch einen Vielvölkerstaat, sowie die Auflösung des deutschen Volkes in eine multikulturelle Gesellschaft. Diese Forderung hatte er gehabt
Und das, was er gerade macht, ist vorzugeben, ein Patriot zu sein. Und Nerling hat eine ganz enge Verbindung zu Compact, weil seine Freundin Covergirl von der Compact ist und feste Mitarbeiterin. So, Attila, jetzt, aber jetzt lass mal Nikolai auch zu Stellung nehmen. Es ist halt schwierig, wenn jetzt nur du redest. Thema. Ja, so bringt das nichts. Attila, wir reden über uns, über dich, über mich. Ja, und weder über deine Beziehung, noch über meine Beziehung, noch über irgendwelche anderen. Ja, wichtig ist, wofür stehst du, wofür stehe ich. So, und was du jetzt gerade tust, ist einen Strohmann aufzubauen, den du bekämpfst und mich da irgendwie reinbringst. So, was Edith einmal gesagt hat, was irgendwas Wagenknecht gesagt hat, das hat für uns keine Bewandtnis. Es geht darum, wofür stehe ich, wofür stehst du. Und was habe ich in den letzten Jahren gemacht? Was war meine Position? Mit wem habe ich mich angelegt? Worüber habe ich aufgeklärt? Was habe ich auf der Straße gemacht? Das ist das, was jetzt für uns interessant ist. Ja, und irgendwelche hier sippenhaft Konstrukte jetzt hier aufzubauen, das ist unfair und unlauter von dir. Wenn wir über dich reden, dann nehme ich mal folgendes Zitat. Und zwar sagst du, gegen den strukturellen Antisemitismus vorzugehen, halte ich für wichtig und das auch zu erkennen und auch kritisch zu sein. Ich finde auch, Israel muss sein, jedes Volk muss ein Land haben. Das wird ja auch als Antizionismus verpackt. Die Zionisten seien die Bösen. Da bin ich auch eher auf der Seite der Zionisten dann. Dass es Israel gibt, finde ich auch sehr sinnvoll. Das ist dein Zitat und dafür kann ich dir sagen... Was ist daran jetzt falsch? In dem, über den man jetzt wirklich sprechen kann, ja. Der Völkermord, der an den Palästinensern durchgeführt wird, mit so einem Zitat herabzuwürdigen, das spricht Bände und das hast du gesagt. Gut. Ja. Du hast das gesagt. Dann kann Nikolai jetzt ja dazu Stellung nehmen. Ja, also einmal habe ich zu diesem Interview, was ich da geführt habe, mit Lenz und Ludwig und Zorro Kenji, schon ausführlich Stellung bezogen in einem Video, was ich dir auch zugeschickt habe, als du mich darauf angesprochen hast. Du kannst dich erinnern. Da habe ich, als ich in Brasilien war, ein Video gemacht, es geht eine Viertelstunde ungefähr, wo ich das erläutert habe. Ja, das heißt, das kann sich jeder auch nochmal anschauen. Und dass du das immer wieder hervorziehst, dieses Zitat, das zeigt eben, dass es dir nicht um irgendeine Aufklärung geht, sondern dass es dir um Verunglimpfung meinerseits geht. Ja, dass du mich schlecht dastehen lassen möchtest, denn du hast das Video gesehen, was ich dir geschickt habe, wo ich das alles erklärt habe. Und ich habe dir auch gesagt, was ich über Antisemitismus denke. Ich habe dir gesagt, was ich denke, wo diese Strömung herkommt. Ich habe dir gesagt, was ich von diesem platten Antisemitismus, wie er im Stürmer betrieben wurde, halte. Auch was du teilweise machst, was ich davon halte. Habe ich dir alles gesagt. Das muss jetzt auch nicht thematisiert werden. Da kann sich jeder das Video anschauen. Können wir auch gerne hier verknüpfen. Ich habe es gestern nochmal hochgeladen am Kanal. Und damit ist das Thema nämlich auch erledigt. Ja. Bin ich nicht. Wenn das jetzt so überzeugende Argumente wären, dann könntest du das kurz mal zusammenfassen. Ja, gut, ich kann ein, zwei überzeugende Argumente mal zusammenfassen. Erstmal, wie gibt es der Antisemitismus? Wo kommt das überhaupt her? Da hat Theodor Herzl vor über 100 Jahren gesagt, dass Juden Antisemitismus brauchen, vor allem eben auch für die zionistische Idee. Weil das Juden als eine Einheit erstmal erkennen lässt und sie dann, um Schutz zu haben, ein Land bevölkern wollen, was damals ja gar nicht so gegeben war bei vielen Juden. Die lebten ja ganz zufrieden in den Ländern, wo sie waren, gerade auch in Deutschland. Und um sie halt herauszuholen, um sie nach Israel, das war ja immer das Ziel der Zionisten, zu bringen, braucht man den Antisemitismus, damit sie überhaupt einen Grund haben, das Land zu verlassen, wo sie sich wohlfühlten. So, und das im Hinterkopf zu haben, das hast du auch im Hinterkopf, das hast du garantiert schon mal gehört, dann kann ich doch nicht sagen, ja, wir müssen jetzt einen Antisemitismus neu aufbauen, um uns gegen sie zu wehren oder was auch immer zu tun. Da müssen wir gucken, was genau hören wir. Was für eine schmuddelige Attitüde in dieser ganzen Diskussion, das ist ja furchtbar. In was für einer Welt leben diese Leute bloß? Mann. Damit, was bezwecken Sie damit? So, und deswegen habe ich davor gewarnt. Habe ich in dem Video auch nochmal ganz genau erklärt. Ja. Es wird doch alles als Antisemitismus dargestellt, was in irgendeiner Form Israel oder die Juden kritisiert. Das ist doch deren Instrument, andere Leute mundtot zu machen. Und wenn du mein Schicksal anguckst, strafrechtliche Verfolgung hier, Interpol und was ist denn da? Da geht es nur darum, dass ich über eine bestimmte Gruppe etwas sage und die Menschen darüber aufkläre, dass da eine Macht im Hintergrund agiert. Und du sagst, ja das ist, Rothschild, es wäre wichtig, Judentum, genau. Dass man gegen Antisemitismus, strukturellen Antisemitismus vorgeht und du bist auf der Seite der Zionisten. Das ist für mich eine ganz klare Ansage. Da kannst du jetzt erzählen, was du willst. Das ist für mich eine ganz klare Ansage, wo du stehst. Nämlich, sie benutzen das die ganze Zeit, um Menschen zu kriminalisieren. Gut, wir können da mal eine Umfrage machen, ob wir das noch weiter gucken wollen oder nicht. Ich finde es auch etwas... rechtsextreme Scheiße da, die kann man sich ja echt nicht anhören. Das Thema, wie entstehen überhaupt Staaten, das ist ja, ich meine, auch lange bekannt, ja, vor allen Dingen durch Einwanderung, durch Eroberung. Ich meine, die Türken haben mehrfach versucht, Deutschland oder Europa einzunehmen, ja, sind ja zweimal vor Wien gescheitert, aber die Europäer zum Beispiel haben ganz Südamerika und Nordamerika bevölkert und die dortige Bevölkerung... Ja, was haben die Deutschen denn probiert? Die haben nicht versucht, andere Länder einzunehmen oder wollten nicht Europa erobern oder was? Was? So geschieht es nun mal. Und Israel ist schon seit jeher ein umkämpftes Land. Da haben viele Völker gelebt. Es ist schwer zu sagen, wer jetzt das Urrecht an diesem Boden hat. Die Palästinenser, glaube ich, sind es nicht, weil die auch nicht ursprünglich da gelebt haben. Die kann dann irgendwann dahin. Natürlich kann man verurteilen, die Art und Weise, wie da in Israel mit den Palästinensern umgegangen wird. Ja, ich war ja auch
zweimal da, hast du auch mal wieder angeführt als Beleg dafür, dass ich eigentlich auch ein weiß ich, Jude bin vielleicht oder jedenfalls ein Linker, ne, weil ich ja meine Kontakte in Israel habe. Aber ich habe mir das auch schon ein paar Mal angeschaut. Und natürlich gut. Ich, dass also 85% sagen nicht weiterschauen. Nee, muss ich auch sagen. Was ist das denn für eine gequälte Nazi-Scheiße? Also wirklich. Also wenn einem sogar der Nährling noch halbwegs basiert vorkommt, dann muss einem ja schon mal klar werden, wie mittlerweile der Hildmann drauf ist. Also dem ist ja echt nicht mehr zu helfen. Der ist ja sowas von durch, der Junge. Das ist ja nicht zu fassen. Mann. So. Also es wurde mir mehrfach empfohlen, ja, guck dir das unbedingt an, oh, da wirst du Tränen lachen, das ist so unfreiwillig komisch. Ich fand das einfach nur nervig jetzt, wenn das so, also auf so einem Niveau, solche Diskussionen dazu führen. Igittigittigitt. Ist ja schlimmer als Hitler.